Vor ein paar Tagen erreichte mich die Nachricht, dass Beate Sanders, die auch als Börsenoma bekannt ist, gestorben ist. Und diesen traurigen Anlass nehme ich, um mir Gedanken zu machen, drei Learnings, die ich von ihr praktisch als Lehren für mich genommen habe. Der erste Punkt ist, es ist okay, sich für Unternehmen zu begeistern, die man versteht und solche Aktien zu kaufen. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, dass man häufig ein gewisses Home-Bias hat. Ich glaube, Beate Sanders hat insbesondere Aktien aus Deutschland, aus Europa und aus den USA gekauft, wenig Aktien aus praktisch der Weltwirtschaft. Aber das ist auch okay, so ein Bias zu haben und sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, die wirklich hinter diesen Aktien stehen. Der zweite Punkt finde ich sehr inspirierend, nämlich auch mit 60 Jahren praktisch als Lehrerin kann man sich neu erfinden und Bestseller-Autorin werden. Sie hatte ja dann wirklich sehr viele Bücher auch über Börse geschrieben und wurde damit sehr bekannt. Von daher finde ich das ganz toll als Inspiration zu sagen, hey, man kann auch mit 60 oder danach nochmal neu anfangen und sich zumindest in den Thema reinarbeiten, mit dem man vorher wenig zu tun hatte. Und der dritte Punkt, den ich sehr wichtig finde, es ist, sie ist ja jetzt mit etwa 82 Jahren gestorben vor 4 Tagen. Und es wird häufig geschrieben, dass sie ein unglaubliches Vermögen von ca. 2,5 Millionen Euro angehäuft hat. Was natürlich durchaus absolut bemerkenswert ist. Die wenigsten von uns haben ein solches Vermögen und sicherlich spielt der zweite Punkt, den ich genannt habe, dass sie so viele Bestseller geschrieben hat, die wichtigste Rolle dabei. Aber ich habe das auch zum Anlass genommen, nochmal den Zinseszinseffekt zu berechnen. Wie viel müsste ein jetzt 30-Jähriger angelegt haben, damit er mit 82 Jahren 2,5 Millionen Euro hat? Wenn wir 2% Inflation pro Jahr noch einrechnen, dann kann man sich das gut ausrechnen. Ich blende euch das jetzt hier ein. Mit 100.000 Euro kann ein heutiger 30-Jähriger ist ähnlich wie dann mit 2,5 Millionen Euro mit 82 Jahren, wenn man davon ausgeht, dass es etwa 8, 9, vielleicht 10% pro Jahr am Kapitalmarkt praktisch zu generieren geht. Ich glaube, das ist, sind vielleicht drei Sachen, die sehr positiv sind für uns alle, dass der Zinseszinseffekt für uns wirkt und deswegen jetzt jemand, der vielleicht 10, 20, 30 oder 100.000 hat, ist eben ähnlich wie wenn jetzt jemand deutlich über 80 oder knapp über 80 ist und 2,5 Millionen hat. Und es ist nie zu spät, also das ist praktisch die positive Nachricht für sehr junge Leute, die vielleicht jetzt 20, 30 sind. Und für die Leute, die jetzt vielleicht 60, 70 sind, ist die zweite Punkt sehr wichtig, dass man sagen kann, hey, man kann immer nochmal neu anfangen, Bestseller schreiben oder was ein bisschen anderes machen. Das sind die drei Sachen, die drei Lehren, die ich daraus bekommen habe. Was glaubt ihr, habt ihr mitgenommen von Beate Sanders? Ich glaube, sie ist wirklich sehr, sehr positiv gewesen, was die Aktienkultur in Deutschland angeht. Und deswegen finde ich das sehr traurig, dass sie jetzt von uns gegangen ist, aber auch sehr mutig, dass sie bis zuletzt praktisch in ihrem Thema drin geblieben ist und auch noch Interviews gegeben hat. Damit zurück zu euch. Ich freue mich auf die Kommentare. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.